Wir unterbrechen diese Einspielung und jetzt schalten wir direkt nach Washington, die Pressekonferenz des scheidenden NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg zum Abschluss des NATO-Gipfels in Washington. Seit dem Beginn des umfassenden Krieges Russlands gegen die Ukraine hat die NATO beispiellose Unterstützung geleistet mit Milliarden von Euro an militärischer Hilfe. Und die Ukraine hatte jetzt einen schwierigen Winter und einen Frühling. Und die Ukrainer haben allerdings bemerkenswerten Mut bewiesen, indem sie die Frontlinien hielten. Aber sie können eine neue Offensive einfach nicht zulassen. Nach dem Gipfel werden wir alles tun, der Ukraine zu helfen, dass sie auch siegen kann. Und die NATO stellt Ausbildungsfazilitäten mit einer Kommando- und Koordinierungsstelle in Deutschland, mit einer verstärkten Präsenz von 700 Soldatinnen und Soldaten an der Ostflanke. Und wir werden im Übrigen die ukrainischen Streitkräfte auch in Ländern der NATO sicherstellen. Wir werden weiterhin Material liefern, Ausrüstung, militärische Ausrüstung, und wir werden die langfristige Entwicklung der ukrainischen Streitkräfte garantieren. Darüber hinaus haben wir finanzielle Zusagen gemacht mit mindestens 40 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, und wir werden auch damit der Ukraine helfen, zu siegen. Diesen Level werden wir auch auf den folgenden NATO-Gipfeln erneut bestätigen. Wir sorgen damit dafür, dass hier auch die Lasten verteilt sind zwischen den verschiedenen NATO-Bündnisstaaten. Außerdem bekommt die Ukraine dadurch auch die nötigen Mittel zur Abschreckung einer zukünftigen Invasion durch die Russen. Auf dem Gipfel habe ich weitere Ankündigungen gemacht für weitere Unterstützungsleistungen im Bereich der Luftverteidigung. Außerdem haben die Ukrainer bilaterale Sicherheitsgarantien erhalten von insgesamt mehr als 20 Ländern. Wir werden jetzt weitere Schritte unternehmen, um die Interoperabilität der ukrainischen Streitkräfte zu gewährleisten und entsprechende Innovationen anzustoßen. Wir haben in Polen ein weiteres Ausbildungs- und Analysezentrum gegründet. All diese Maßnahmen sollen die Ukraine stärker machen und fähiger machen. All das, was wir tun, das neue Kommando, die finanziellen Zusagen, mehr militärische Hilfe, die verbesserte Interoperabilität, all dies ist das Fundament für die Ukraine, dass sie auch siegen können. Die Verbündeten der NATO haben sich darauf verständigt, dass in der Ukraine weitere Reformen stattfinden müssen, damit wir den Weg freimachen können für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wir senden ein klares Signal an die Russen aus, dass die Gewalt auf lange Sicht sich nicht auszahlt und die Ukraine weiter unterstützt werden wird. In unserem heutigen Treffen trafen wir auch auf unsere indopazifischen Partner. China sorgt dafür, dass Russland seinen Krieg weiterführen kann und ist deshalb auch keine gute Partnerschaft für uns. Die Chinesen liefern auch Dual-Use-Produkte, Ausrüstungs- und Materialien. Und wir sind uns einig, dass China nicht weiter so machen kann und den Krieg weiter anfachen kann, und ohne da an Reputation zu verlieren. Nordkorea und Iran unterstützen die Russen auch, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir zusammenarbeiten, und zwar mit unseren Partnern im Indopazifik. Wir haben ein neues Kooperationsformat beschlossen,
dann im Bereich der Cybersicherheit, der künstlichen Intelligenz und lief von Hilfslieferungen an die Ukraine. Wir erweitern unsere Aktivitäten auf die gemeinsame Nutzung von geheimdienstlichen Erkenntnissen und auf industrielle, auf rüstungsindustrielle Zusammenarbeit. Was in Europa wichtig ist, ist wichtig in Asien, und was in Asien wichtig ist, ist auch wichtig in Europa. Wir müssen also unsere gemeinsamen Sicherheitsinteressen und unsere gemeinsamen Werte auch weiterhin verteidigen. Jetzt nehme ich gerne Ihre Fragen entgegen. Wir beginnen mit einer Frage aus der polnischen Presse. Guten Morgen, Dominique. Ich möchte Sie um einen Kommentar bitten zu den jüngsten Manövern der Chinesen mit Belarus zusammen in unmittelbarer Nähe der polnischen Grenze, wo tatsächlich Angriffe simuliert werden. Und gleichzeitig möchte ich Sie noch mal fragen, was Sie von der Unterstützung der Migrationsströme aus Belarus nach Polen halten. Sehen Sie eine diplomatische Lösung? Nicht nur in meinem eigenen Namen möchte ich sagen, ich möchte Ihnen auch noch mal ganz herzlich danken im Namen aller hier für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Journalisten. Das chinesische Manöver zusammen mit den belarussischen und den russischen Streitkräften ist Teil eines Musters und bestätigt nur erneut, wie sich diese Regime einander annehmen und wie sie der NATO immer näher auf den Pelz rücken, sowohl in Europa als auch in anderen Teilen der Welt. Und das fügt sich ein in das Muster, das wir ja schon beobachten, der Annäherung zwischen China und Russland, jetzt China und Belarus. Und es passt zu dem Muster autoritärer Regime, die immer enger zusammenarbeiten, indem nämlich China hier den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt. Wir müssen uns noch einmal vergegenwärtigen, über welche Regime wir sprechen. Wir sprechen über autoritäre Regime. China unterdrückt sein eigenes Volk, unterdrückt demokratische Stimmen in Hongkong. Und schauen Sie sich das Benehmen der Chinesen im südchinesischen Meer an. Und China baut ein Militär auf ohne jegliche Transparenz. Sie entwickeln moderne Raketen, auch Atomraketen. Und die Tatsache, dass sie sich immer mehr mit Russland abstimmen, zeigt ja wohl hier das breitere Bild von autoritären Regimen, die enger zusammenarbeiten denn je. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir im Rahmen der NATO mit unseren indopazifischen Partnern zusammenarbeiten. Der Gentleman in der vierten Reihe, bitte. Hi, my name is Rami Gaber. I'm working Rami Gaber. Ich arbeite für das ägyptische Fernsehen. Meine Frage ist folgende. Nach dem Kongressgesetz des vergangenen Dezember ist die USA verpflichtet, die Kooperation mit der NATO fortzusetzen. Bestehen irgendwelche Pläne aus Sicht der NATO auf einen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten zu reagieren? Also ich meine da die Wahlen im November. Und auf der anderen Seite des Nordatlantik gibt es ja auch einige Änderungen, die wir in Europa wahrnehmen, mit rechtslastigen Parteien, die in Wahlen zugewinnen oder gar gewinnen. Hat die NATO einen Plan, mit all diesen Änderungen auf beiden Seiten des Atlantiks umzugehen? Nun gut, die NATO begeht den 75. Jahrestag ihres Bestehens, und wir haben in der Vergangenheit viele Regime und viele politische Parteien kommen und gehen sehen in den verschiedenen Regierungen unserer Bündnispartner.
neue politische Parteien. Da ist es wichtig, dass sie die NATO unterstützen. Sie haben in demokratischen Ländern natürlich nie eine Garantie. Wenn immer sie eine neue Partei haben, eine neue Regierung, dann stellen die fest, dass die NATO-Verbündeten, ein jeder für sich, stärker sind in der NATO als außerhalb der NATO. Und die NATO liegt in den Sicherheitsinteressen aller NATO-Bündnispartner, aller 32 Bündnispartner. Und ich glaube, das wird auch weiter so bleiben. Denn das ist gut für Nordamerika. Die NATO ist auch gut für Europa. Eine starke NATO ist wichtig für beide Seiten. Und wenn Sie über die Vereinigten Staaten von Amerika sprechen, dann glaube ich, dass die USA ein starker und loyaler Bündnispartner bleiben wird, denn das liegt ja im Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sehen die Wirtschaft, den wirtschaftlichen Aufschwung und die militärische Stärke Chinas. Und China erwirtschaftet 25% der Volkswirtschaft. Aber alle NATO-Verbündeten zusammen stehen für 50% des gesamten Wirtschaftsprodukts des Globalen. Das heißt, die NATO macht uns alle sicherer und stärker. Das ist ein sehr starkes Argument für die Vereinigten Staaten von Amerika, auch weiterhin die NATO zu unterstützen und ein loyaler und engagierter NATO-Verbündeter zu bleiben. Dafür braucht man natürlich, wir haben dafür nach den Meinungsumfragen in den Vereinigten Staaten auch auf bei beiden politischen Parteien die Unterstützung. Auch der ehemalige Präsident Trump war ja nicht grundsätzlich gegen die NATO eingestellt, sondern gegen einzelne NATO-Staaten, die eben nicht genug in ihre Verteidigung investierten. Als wir 2014 uns verpflichtet haben, über die Jahre 2% des Bruttoinlandsprodukts zu investieren in die Verteidigung, da waren damals nur 9 Länder, die das hatten, und heute sind es 23 Länder. Sie sehen also, 23 NATO-Verbündete werden dieses 2%-Grenze erreichen, zum Teil auch signifikant noch mehr investieren. Kanada hat heute angekündigt, dass dieses Land auch 2% des Bruttoinlandsproduktes investieren wird in die Verteidigung. Das heißt, dass all die Verbündeten der NATO, die das noch nicht erreicht haben, auf jeden Fall auch planen, das in Kürze zu erreichen. Das gilt vor allen Dingen auch für Kanada. Und aus all diesen Gründen gehe ich davon aus, dass die Vereinigten Staaten und auch alle anderen Verbündeten, alle anderen NATO-Staaten weiterhin in der NATO verbleiben werden und sich dort engagieren. This is the last question, I'm afraid. Thank you so much. Letzte Frage. This is Jung-jo from Yonhap News Agency, ROK. Für ROK, Herr Generalsekretär, Sie hatten die Kooperation der NATO und indopazifischen Partnern angesprochen. Welche Rolle möchte die NATO, dass wir spielen, wenn wir die Ukraine unterstützen? Wenn die NATO weiter möchte, dass militärische Hilfe geliefert wird, welche militärische Hilfe wäre dies? Und gab es hier, wurde dies hier angesprochen? All support to Ukraine, humanitarian, economic, military support. Es gibt verschiedene Hilfe für die Ukraine, aber jedes Land muss selbstverständlich selbst entscheiden, welche Hilfe geliefert wird. Jedes Land muss selbst entscheiden. Ich habe heute ein sehr produktives Treffen mit dem koreanischen Präsidenten Yoon gehabt und er hat zum dritten Mal an einem NATO-Gipfel teilgenommen. Dies spiegelt wider, dass die NATO und Korea eng zusammenarbeiten. Südkorea wird in der NATO sehr geschätzt. Und wir gehen an, wir prüfen, was wir gemeinsam erreichen können. Wir möchten die praktische Kooperation verstärken und wir haben uns auf ein auf uns zugeschnittenes Partnerschaftsprogramm geeinigt.
Im Treffen mit dem Präsidenten heute, mit dem Präsidenten Zukiol, haben wir besprochen, wie die Situation heute zeigt, wie sehr die europäische Sicherheit mit der Sicherheit im Pazifik zusammenhängt. Russlands illegaler Krieg gegen die Ukraine erhält Unterstützung von Russland und Iran, aber nicht von Nordkorea beispielsweise. Und Nordkorea hat sehr viel Munition, es liefert weiterhin Munition an Russland. Und Nordkorea macht dies selbstverständlich nicht einfach so. Vielleicht unterstützt Russland hier auch das Raketenprogramm in Nordkorea. Und dies betrifft dann nicht nur Nordkorea, sondern auch die allgemeine Stabilität und Sicherheit. Sicherheit kann also nicht regional gesehen werden. Und die nordkoreanische Unterstützung für Russland ist hier ein Beispiel. Aus all diesen Gründen begrüßen wir die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Koreanischen Republik. Ich habe es geschätzt, mich heute mit dem Präsidenten unterhalten zu dürfen. Und wir werden, wie gesagt, die südkoreanische und NATO-Zusammenarbeit verstärken. Nun, leider haben wir keine Zeit für weitere Fragen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Das war sie, die Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. Und man muss dazu sagen, es war mit Sicherheit die letzte Pressekonferenz von ihm auf einem NATO-Gipfel. Denn Jens Stoltenberg wird abgelöst im September, Ende September, Anfang Oktober von dem Niederländer Mark Rutte. Das wurde ja schon einstimmig von den Diplomaten der NATO-Staaten beschlossen. Und Mark Rutte war auf diesem Gipfel auch schon bei vielen Gelegenheiten zu sehen und bei vielen Gesprächen mit dabei. Das